Als der Hersteller dieser Uhr hier gegründet wurde, da waren Garmin, Polar und Suunto schon lange auf dem Sportuhrenmarkt etabliert. Denn ja, Coros wurde tatsächlich erst im Jahr 2014 gegründet, hat seitdem aber einige sehr spannende Uhren veröffentlicht. Dazu zählt jetzt auch die neue Coros Pace 3, die auch wieder mit vielen sehr interessanten neuen Funktionen kommt, vor allem auch nur 250 Euro kostet. Was das alles für neue Funktionen sind und was generell so die Vor- und Nachteile der Uhr sind, das werde ich dir wie immer in diesem Video berichten. Also ich würde sagen, lass uns direkt starten. Viel Spaß! Die Coros Pace 3 richtet sich vor allem an Läufer und Ausdauersportler, ähnlich wie die Garmin Forerunner Uhren. Und was ist da für Läufer besonders wichtig? Naja, zunächst mal, dass die Uhr sehr leicht ist, angenehm zu tragen ist und einfach beim Laufen gehen oder generell beim Sporttreiben eben nicht stört. Die Pace 3 besteht daher größtenteils aus Plastik und ist dadurch mit gerade einmal 30 Gramm echt super leicht. Außerdem hat sie einen Gehäusedurchmesser von 41,9 mm und eine Dicke von 11,7 mm, ist also ebenfalls sehr klein und dünn. Die 30 Gramm beziehen sich darauf, dass du so wie ich hier das Nylonband gewählt hast. Daneben gibt es auch noch ein Silikonarmband, welches ein paar Gramm mehr wiegt. Das Nylonband kann ich dir aber absolut empfehlen, das ist wie gesagt sehr leicht, stufenlos einstellbar und einfach super angenehm zu tragen. Generell gefällt mir das Design der Uhr auch ziemlich gut, sie sieht aus wie eine typische Läuferuhr, würde ich mal sagen. Die Materialien, die verwendet werden, sind dadurch auch nicht ganz so robust und hochwertig, wie zum Beispiel bei der höherpreisigen Coros Vertex 2, bei der ja Titan und Saphirglas zum Einsatz kommen. Das ist beides bei der Coros Pace 3 nicht im Einsatz. Im Prinzip hat sich rein optisch auch kaum etwas getan im Vergleich zur Pace 2. Auch hier haben wir wieder die gleichen zwei Buttons am rechten Gehäuserand, wobei der obere zusätzlich als drehbare Krone dient, die man für die Bedienung nutzen kann. Das finde ich immer sehr schön und habe mich daher auch hier darüber gefreut. Neu ist allerdings, dass du die Pace 3 jetzt auch per Touch bedienen kannst, was vor allem im Alltag oder beim Nutzen der Karten sehr nützlich ist. Beim Sport nutze ich es ansonsten aber eher weniger. Ansonsten hat die Uhr entgegen des allgemeinen Trends weiterhin kein AMOLED-Display, sondern ein transflektives Display. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Displayarten habe ich ja vor allem in meinem Video zum Vergleich der Garmin Fenix 7 Pro und der Epix Pro schon einmal beleuchtet. Aber kurz gesagt bietet das transflektive Display der Pace 3 nicht so satte Farben und hohe Kontraste wie AMOLED-Displays, was vor allem in Innenräumen auffällt, ist dafür aber besonders in der Sonne sehr gut abzulesen. Daneben handelt es sich typisch für diese Displays hier auch um ein Always-On-Display. Außerdem sind transflektive Displays auch deutlich akkuschonender und zum Thema Akkulaufzeit kommen wir jetzt zu sprechen. Natürlich sollte bei einer Sportuhr für Ausdauersportler auch die Uhr an sich die nötige Ausdauer mit sich bringen. Coros verspricht dir eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Tagen bei normaler alltäglicher Nutzung. Das bezieht sich allerdings darauf, dass du die Schlafanalyse nicht nutzt. Wenn du diese, so wie ich, nutzen willst, dann sind es bis zu 16 Tage. Außerdem haben wir hier bis zu 38 Stunden im GPS-Modus und bis zu 15 Stunden bei Multiband-Nutzung. Zum Multiband und dessen Genauigkeit kommen wir später noch zu sprechen. Bei mir persönlich verbraucht die Coros Pace 3 bei einer einstündigen Laufeinheit mit Multiband etwa 7% Akku, was ziemlich gut mit den angegebenen 15 Stunden übereinstimmt. An einem Tag, an dem ich eben diese Trainingseinheit aufzeichne und die Uhr ansonsten ganz normal nutze, verbraucht sie insgesamt etwa 10-11%. Es hängt hier aber auch sehr viel von den Einstellungen ab. Du kannst einstellen, wie regelmäßig die Herzfrequenz getrackt werden soll, du kannst das Touch-Display ein- oder ausschalten, beim Sport Multiband nutzen oder eben nicht und auch viele andere Einstellungen treffen. Also auf 24 Tage komme ich persönlich nicht, aber so 10-14 Tage sind durchaus drin und das ist für mich persönlich mehr als in Ordnung. Kommen wir dann als nächstes mal zum Hauptpart dieses Videos, denn natürlich stehen auch bei der Coros Pace 3 wieder die Trainings- und Fitnessfunktionen im Fokus. Du kannst im Trainingsmodus aus 22 verschiedenen Sportprofilen auswählen, darunter vor allem verschiedenen Laufmodi, aber auch Wandern, Radfahren und Schwimmen ist hier dabei. Vor allem ist hier aber sehr beachtlich, dass die Uhr sogar einen Freiwasserschwimmmodus sowie einen Triathlon- und Multisportmodus bietet. Das ist besonders für diesen Preis keine Selbstverständlichkeit. Außerdem hast du einen Workout-Modus. Dabei kannst du in der kostenlosen App selber Workouts erstellen, zum Beispiel Lauf- und Intervall-Workouts oder Krafttrainings-Workouts mit verschiedenen Übungen. In diesem Fall siehst du dann zum Beispiel auch noch, welche Muskeln dadurch beansprucht werden und kannst diese dann eben auf die Uhr laden, siehst dort auch nochmal alle Details zu dem Workout und kannst sie dann geführt durchführen. Außerdem findest du auch auf der Coros-Webseite zahlreiche Workouts, die du dann ebenfalls auf die Uhr laden kannst. Und dort findest du sogar auch ganze Trainingspläne, also zum Beispiel Vorbereitungspläne für einen Halbmarathon, Verletzungspräventionspläne und vieles mehr.
Dazu siehst du dann alle weiteren Details wie die Trainingsbelastungen, die Aufteilung auf verschiedene Trainingstage und so weiter. Generell sind sowohl die Coros Smartphone App als auch die Webversion wirklich sehr durchdacht und einfach sehr gut umgesetzt. Vor allem ist das übrigens auch alles kostenlos, also im Paket der Pace 3 enthalten, was heutzutage ja auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist, Stichwort Fitbit. Auf der Uhr selber kannst du ansonsten beim Laufen oder Radfahren auch noch ein Intervalltraining erstellen und du kannst auch einen Fitnesstest zur Ermittlung deiner Laktatschwelle und deiner maximalen Herzfrequenz durchführen. Übrigens, hier siehst du ja jetzt gerade auch, dass hier ein englischer Text angezeigt wird und das, obwohl ich die Uhr auf Deutsch gestellt habe. Das ist generell an einigen vereinzelten Stellen der Fall bei dieser Uhr, also keine Sorge, man kann schon alles verstehen, aber warum das Ganze softwaretechnisch noch nicht gelöst wurde, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Für Sportler interessant zu wissen ist dann sicherlich auch noch, dass du auch Musik auf die Uhr laden kannst und dann also auch ohne dein Smartphone nur in Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern deine Musik während des Trainings hören kannst. Dafür bietet die Pace 3 4 GB an internem Speicher. Ansonsten können während deiner Trainingseinheiten zahlreiche Statistiken erfasst werden, darunter natürlich die üblichen Verdächtigen wie die Herzfrequenz inklusive der Herzfrequenzzonen, die Pace, Kalorien oder die Distanz. Erwähnenswert ist hier auf jeden Fall auch, dass die Uhr sogar die Laufleistung direkt am Handgelenk ermitteln kann, also die erbrachte Leistung in Watt, was man von einer Uhr für unter 250 Euro jetzt nicht direkt erwarten würde. Außerdem hat die Pace 3 auch einen Barometer, kann also auch die absolvierten Höhenmeter sehr genau tracken und im Alltag können dadurch auch Stockwerke gezählt werden. Und wir haben auch noch viele weitere fortgeschrittene Statistiken wie die Schrittfrequenz, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Links-Rechts-Balance oder das vertikale Verhältnis. Die Datenfelder kannst du über die App festlegen und insgesamt bis zu 8 Datenfelder passen hier auf einen Bildschirm. All diese Daten siehst du dann nach dem Training auf der Uhr, sowie auch nochmal in der App mit vielen weiteren Graphen. Daneben gibt es aber vor allem auch viele sinnvolle Widgets zur Trainingsanalyse. Zum einen siehst du nach einem Workout die Trainingsbelastung, den Trainingsfokus und auch den Trainingseffekt aufgeteilt auf den aeroben Effekt und den anaeroben Effekt, also im Prinzip einmal die Auswirkung auf deine Ausdauer und einmal auf deine maximale Leistungsfähigkeit. Abseits des Trainingsmodus hört die Unterstützung dann aber noch lange nicht auf. Zum einen hast du hier ein Widget zur sogenannten Lauffitness. Dabei siehst du dann eben deinen aktuellen Fitnesszustand sowie Laufprognosen für verschiedene Distanzen. Und in der App siehst du dann auch nochmal verschiedene Werte für verschiedene Tempozonen, also wie fit du im Ausdauer-, Intervall- oder Sprintbereich bist. Dazu wird dir dein VO2-Max-Wert, dein Schwellenwerttempo und deine aerobe Schwelle angezeigt und auch hier siehst du nochmal deine Laufprognosen. In diesem Widget hier siehst du dann auch nochmal deine Trainingsbelastungen sowie die Intensitätsverteilung und im Widget Trainingsstatus siehst du, welche Effekte du mit deinem aktuellen Training erzielst. Außerdem hast du hier ähnlich wie wir das von Garmins Body Battery Feature kennen, auch noch ein Widget, wo du deine Körperenergiereserven siehst und wie lange du bis zur vollständigen Erholung pausieren solltest. Generell kann die Pace 3 natürlich auch deinen Schlaf tracken, dabei siehst du die Schlafzeit, deine Herzfrequenzwerte und die Aufteilung auf die verschiedenen Schlafphasen. Und die Uhr kann auch noch deine Blutsauerstoffsättigung messen und bietet dazu sogar ein Höhenleistungswidget, welches dir anzeigt, wie gut du dich ab einer Höhe von über 2500 Metern akklimatisierst. Im Gegensatz zur Vertex 2 hat die Uhr aber keinen EKG-Sensor, kann also zum Beispiel aktuell noch nicht die Herzfrequenzvariabilität messen, aber abgesehen davon kann ich nur nochmal betonen, wie absolut begeistert ich vom Funktionsumfang dieser Uhr bin. Also nochmal, für diesen Preis gibt es aktuell wohl kaum eine andere Uhr, die so viele Trainingsfunktionen und Widgets anbietet. Über die Trainingswissenschaft hinter diesen ganzen Widgets, da könnte man sicherlich ein eigenes Video zu produzieren und stundenlang reden. Aber ja, Vollblutsportler und Datenfreaks werden hier sicherlich auch voll auf ihre Kosten kommen. Als nächstes müssen wir dann auch noch über das Thema GPS und Navigation sprechen. Die Coros Pace 3 hat anders als Coros höherpreisige Vertex 2 keine topografischen Karten, bietet dafür aber die sogenannte Breadcrumb-Navigation, also die Brotkrümel-Navigation. Du kannst über die App Routen erstellen oder auch GPX-Dateien auf die Uhr laden und dich dann anhand dieser navigieren lassen. Dabei siehst du zwar nicht alle Details und Points of Interest, aber du siehst auf jeden Fall genug. Mit der drehbaren Krone kannst du hier wunderbar in die Karten rein- und rauszoomen und durch das neue Touch-Display kannst du dich auch schnell auf der Karte hin und her bewegen. Außerdem kannst du aber nicht nur Routen auf die Uhr laden und diese zur Navigation nutzen, sondern während deines Trainings wird auch deine absolvierte Route getrackt und dann kannst du eine Backtrack-Funktion nutzen, um dich zurück zum Startpunkt navigieren zu lassen. Was das GPS angeht, solltest du noch wissen, dass die Pace 3 jetzt auch die Multiband-Technologie verwendet. Multiband bedeutet, dass mehrere Frequenzen von mehreren Satelliten gleichzeitig abgerufen werden können, was in der Theorie zu genaueren Ergebnissen führt als das klassische GPS
Und nicht nur in der Theorie, denn auch in vielen meiner Praxistests konnte ich bereits unter Beweis stellen, dass das Multiband-GPS tatsächlich etwas genauer ist als das normale GPS. Und die Pace 3 hat jetzt eben im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der Pace 2, das Multiband-GPS an Bord. Aber ist das auch wirklich genauer? Das habe ich wie immer in der Praxis getestet. Hier siehst du zunächst mal eine meiner klassischen Laufrunden. Da ist erstmal wichtig, dass die Uhr keine Ecken abkürzt, nicht durch Gebäude durchführt oder so etwas und das sieht erstmal auch ziemlich gut aus. Als weiteren Test war ich dann aber wie immer noch im Wald und bin dort auf engen Wegen den gleichen Weg hin und zurück gelaufen, sodass man im Optimalfall zwei genau übereinander liegende Teilstrecken sehen sollte. Und das sieht auch ziemlich gut aus, die Strecken liegen gut übereinander. Nur hier, wo es dann wirklich in den dichten Wald reinging, da gab es kleinere Unterschiede, aber das liegt noch voll im Rahmen, also das ist eines der besseren Ergebnisse aus all meinen Sportuhrentests. Genauigkeit ist aber nicht nur beim GPS wichtig, sondern vor allem auch bei der Herzfrequenzmessung, denn viele der ganzen Fitness- und Trainingsfunktionen, die ich dir in diesem Video so vorgestellt habe, basieren letzten Endes mehr oder weniger auf den Daten des Herzfrequenzsensors. Die Pace 3 hat hier einen anderen Sensor als die Pace 2, also einen neuen Sensor, aber den gleichen Sensor, den wir zum Beispiel auch schon von der Coros Apex 2 Pro kennen. Auch hier habe ich dann wie immer getestet, wie genau das Ganze denn wirklich ist. Dafür habe ich bei zahlreichen meiner Sporteinheiten gleichzeitig die Pace 3 und einen Brustgurt getragen und dann im Nachhinein beide Datensätze miteinander verglichen. Hier beim Laufen sieht das Ganze zunächst mal sehr, sehr gut aus. Am Anfang braucht die Uhr ein paar Sekunden länger, um den Pulsanstieg zu erkennen, aber das ist fast bei jeder Uhr so und insgesamt ist die Messung echt sehr genau. Der Durchschnittspuls stimmt sogar fast bis auf die zweite Nachkommastelle genau mit dem Brustgurt überein. Auch bei dieser zweiten Einheit hier sieht es sehr gut aus. Dann aber zum schwierigeren Part, dem Krafttraining. Hier sah es wie eigentlich bei so gut wie allen anderen Uhren auch nicht gut aus. Mein Puls geht immer wieder schnell nach oben und unten, was der Brustgurt auch erkennt, und da kommt die Pace 3 nicht so wirklich hinterher. Daher verläuft die Kurve hier auch deutlich flacher und auch der Durchschnittspuls ist um 7 Schläge pro Minute daneben. Bei dieser zweiten Einheit sieht es ähnlich aus, also einfach nicht so wirklich genau. Hier würde ich dir also dazu raten, einen Brustgurt zu nutzen. Du kannst Brustgurte sowie anderes Zubehör übrigens per Bluetooth mit der Uhr verbinden. Also gut, was können wir jetzt unterm Strich zur neuen Coros Pace 3 festhalten? Zunächst einmal muss ich auch hier nochmal betonen, bin ich weiterhin absolut beeindruckt, was diese Uhr schon für unter 250 Euro so alles auf dem Kasten hat. Sie ist sehr klein, leicht und angenehm zu tragen, bietet eine Vielzahl an sinnvollen Trainingsfunktionen, hat Multiband-GPS, kann zur Navigation genutzt werden, hat einen Barometer, eine gute Akkulaufzeit und vieles mehr. Dieses Gesamtpaket zu diesem Preis sucht man bei anderen Herstellern vergebens. Lass mich in den Kommentaren jetzt aber gerne wissen, was du von der neuen Coros Pace 3 hältst. Wenn dir dieses Video gefallen oder weitergeholfen hat, dann könntest du mich und meine Arbeit hier sehr unterstützen, indem du kurz einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du keine weiteren Videos in Zukunft mehr verpassen willst, dann empfehle ich dir natürlich noch schnell, einfach und kostenlos diesen Kanal zu abonnieren. Jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.